Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und wir sind heute in Hamburg. Es ist richtiges Schietwetter, total windig. Aber das hält mich nicht davon ab, euch heute den Mercedes-Benz Citan Tourer in der 95 PS Diesel-Variante vorzustellen. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden einerseits über die Optik sprechen, über den Innenraum, über den Kofferraum, über die Motorvarianten, die ihr hier bekommt und ihn auch gemeinsam hier durch Hamburg fahren. Bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner. Und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier haben wir jetzt die Diesel-Variante mit 95 PS. Den gibt es auch noch zweimal in einer Benzin-Variante. Einmal mit 102 PS und einmal mit 131 PS. Und es gibt ihn auch ab 2022 als E-Citan, also als rein elektrische Variante. Hier jetzt im kurzen Radstand als Tourer, also zum Befördern von Personen. Es gibt ihn aber auch als Kastenwagen, eben mit sehr großem Kofferraum. 2,9 Kubikmeter habt ihr dann da eben Platz. Und hier haben wir jetzt die Einstiegsversion Base. Es gibt ihn auch noch als Pro. Und so ist er jetzt am kostengünstigsten. Und genau so wollte ich ihn euch jetzt vorstellen. Und wenn wir jetzt hier vorne stehen, vielleicht erstmal zu den Lackvarianten. Es gibt insgesamt 9 Stück. 5 davon sind Metallic-Lacke. Hier haben wir jetzt ein blaues Uni drauf. Die finde ich sehr schön, sehr zurückhaltend. Und vor allem finde ich passend dazu den silbernen Mercedes-Stern, den wir jetzt da vorne haben. Und wir haben jetzt hier in der Base-Variante relativ viel Plastik im Vergleich eben zur Pro-Variante. Heißt, wir haben hier vorne alles aus Plastik, die Lippe hier unten ist aus Plastik, ebenso auch der dreispeichige Kühlergrill. Hier seht ihr jetzt auch nochmal das Mercedes-Logo, von dem ich euch gerade erzählt habe. Hier oben dann auch nochmal Mercedes-Benz. Und wir haben jetzt hier serienmäßig Halogenlicht, das haben wir jetzt hier auch. Optional bekommt ihr auch das LED-Licht. Ich habe euch jetzt beide Varianten auf diesem Kanal vorgestellt. Heißt, ihr findet dann einmal die Pro-Variante mit dem größten Benziner und jetzt hier eben die 95 PS Diesel-Variante mit der Base-Variante. Und wenn wir jetzt in die Seite gehen, sprechen wir vielleicht mal über die Maße. 4,50 Meter ist er lang, 1,86 Meter breit und 1,81 Meter hoch. Ihr bekommt ja optional noch eine Dachreling, da habt ihr dann eine Dachlast von bis zu 100 Kilo. Dynamisch, statisch ist es dann noch ein bisschen mehr. Und ich habe euch ja schon gesagt, hier ist jetzt die kurze Variante. 2022 wird es jetzt die lange Variante geben. Der hat 5 Sitze. Bei der langen Variante werdet ihr auch optional 7 Sitze bekommen. Und interessant ist jetzt, in der Base-Ausstattung habt ihr jetzt vor allem hier diese Schiene aus einem Plastik. Ihr habt hinten deutlich mehr Plastik und ihr habt vor allem auch die Türöffner jetzt aus einem Plastik. Es ist also ein deutlich robusterer Anspruch. Auch habt ihr jetzt andere Felgen. In diesem Fall sind es jetzt die Stahlfelgen. Schaut sie euch gerne mal an. Und wenn wir jetzt hier an der Seite stehen, vielleicht auch noch, der ist frontangetrieben. Wir haben jetzt hier Spiegelkappen ebenfalls in dem Plastik und auf beiden Seiten serienmäßig Schiebetüren. Ich mache euch mal die eine Tür hier auf. Ihr könnt auch gleich mal kurz reinschauen. Auf der anderen Seite habt ihr auch eine Schiebetür und das ist halt super praktisch, wenn man zum Beispiel in sehr enge Parkgassen fährt, hat man eben nicht das Problem, dass man die Tür noch aufmachen kann. Hier kann dann die ganze Truppe reinspringen, man kann sie transportieren und dann eben wieder an den Ort bringen, wo sie halt hin müssen. Wenn wir jetzt ans Heck gehen, zeige ich euch das auch noch sehr gerne, weil das gefällt mir besonders. Wir haben jetzt eine sehr aufrecht stehende Leuchte, relativ breit, auch hier wieder Halogentechnologie. Hier steht jetzt Citan Tourer drauf, in der Mitte auch das Mercedes-Logo. 110 CDI steht für den Diesel. Ihr bekommt beim Tourer übrigens nur einen Diesel und eben die zwei Benziner. Bei der Kastenwagen-Variante bekommt ihr deutlich mehr Variation. Unten sehr viel Hartplastik und auch hier ein bisschen Plastik. Sehr robust eben. Und wenn wir jetzt gemeinsam die Tür hinten öffnen, ich lasse ja noch einmal kurz durchgehen, dass ihr die Details seht, ist die jetzt einerseits zweiseitig öffnbar. Ihr bekommt aber auch optional eine Heckklappe, die so nach oben geht mit einem großen Fenster. Das hier ist jetzt aber serienmäßig. Hier habt ihr auch noch so einen kleinen Haken, um die andere Tür aufzumachen. Genau so geht's. Machen wir hier auch mal auf und dann habt ihr hier noch eine Hutablage. Die mache ich euch jetzt auch mal raus. Einmal. Und
zweimal. So geht sie dann raus. Und dann seht ihr hier auch mal das Kofferraumvolumen. Da ist sie genau. Schaut mal da rein, das ist viel interessanter. Und zwar habt ihr jetzt hier bei dem Tourer 0,52 Kubikmeter Platz. Bei der anderen Version, die ich euch vorgestellt habe, habt ihr hier auch noch so einen kleinen Teppich. Der ist jetzt hier nicht vorhanden. Ist noch ganz nett, wenn man den hat. Ladehöhe ist auch sehr gut. Hier kriegt man auch Koffer oder so gut reingehoben und hebt sich hier nicht irgendwie einen Bandscheibenvorfall. Und man hat hier auch noch zwei Haken auf der Seite, um da auch noch mal ja, eine Tüte oder sowas zu verstauen oder auch einen Einkauf oder ähnliches. Jetzt klappe ich euch mal die Rückbank auf. Das mache ich jetzt mal von beiden Seiten. Einmal hier. Dafür muss ich den Sitz noch vormachen. Dann seht ihr auch, wie das komplett rumklappt. Und noch auf der anderen Seite. Einfach hier an dem Haken geht es, sehr einfach. So, jetzt haben wir es komplett umgeklappt. Und ihr seht jetzt, sehr viel Platz. Ich gucke mal hier von der Seite. Hier finde ich das auch ganz gut, dass man hier nochmal einen Schutz hat, dass wenn man da irgendwas reinschiebt, dass der Sitz nicht zerkratzt und ihr habt vor allem auch keine nervige Kante. Habt hier auch noch zwei Ösen, in denen ihr was verzurren könnt. Ja, und auf jeden Fall auf beiden Seiten eben eine Schiebetür. Ich mache hier mal zu. Hinten machen wir jetzt auch mal zu. Beziehungsweise ich mache noch schnell die Hutablage rein. Hinten zu. Und dann schauen wir uns noch ganz kurz die Seite an. Erstmal habt ihr hier auch eine Schiebetür. Hier hinten ist der Tank, der hat 52 Liter Fassungsvermögen. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal auf die Rückbank. Ich bin 1,64 Meter klein und schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Kommt mit! So, hier hinten angekommen, zeige ich euch jetzt hier erstmal die andere Tür auf der anderen Seite. So sieht der Türöffner aus. Ist aus so einem Plastik, könnt ihr dann auch hier sehr gut aufschieben und auch wieder zumachen hier an dem Haken. Ich lasse mal offen, dass Jan ein besseres Licht hier drin hat. Und jetzt schaut mit mir mal die Sitze an. Die sind jetzt aus einem sehr robusten Stoff. Ihr habt hier hinten sogar Isofix auf beiden Seiten. Kopfstützen sind auch leicht verstellbar. Muss man hier nur an der Seite leicht draufdrücken, dann gehen die hoch. Genau hier oben die Kopfstützen. Die können ein bisschen weicher gepolstert sein. Sonst geben die Sitze hier hinten sogar ein bisschen Seitenhalt. Man kann jetzt hier nichts in der Neigung oder so verstellen. Vielleicht noch zu den Platzverhältnissen. Ich mache hier mal die Tür zu, weil es doch relativ windig ist, dass ihr mich überhaupt hört. Ich sitze jetzt hier relativ aufrecht, habe nach vorne hin jetzt sehr viel Platz, weil ihr habt gerade gesehen, ich habe die Sitze noch nach vorne geschoben. Aber vor allem habe ich nach oben hin sehr viel Platz. Wir haben ja hier ein Hochdachkombi, bedeutet, hier wird hier in kompakten Ausmaßen so viel Platz wie möglich rausgeholt. Leuchten habe ich übrigens oben auch noch, falls ich hinten was lesen muss oder so. Den Plan zum Beispiel für die Baustelle vom Tag kann ich selbst noch einstellen. Sehr heller Himmel. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal gemeinsam vor. Ich zeige euch noch alles zum Motor, mache die Motorhaube mal auf und genau, ich würde sagen, ihr kommt mal mit. So, jetzt habe ich es auch aufbekommen. Hier vorne angekommen, erzähle ich euch jetzt was zu dem Diesel. Und erstmal hat er 95 PS und 260 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der ist in 15,5 Sekunden auf 100. Ihr habt jetzt da eine 6-Gang-Handschaltung drin. Die zeige ich euch gleich, wenn wir den Innenraum etwas genauer ansehen. Und verbraucht nach WLTP 5,2 Liter. Und das ist ein großer Vorteil. Wir haben jetzt nämlich einen Diesel, der relativ wenig verbraucht. Wie viel ich jetzt heute in meinem Test verbraucht habe, erzähle ich euch später bei der Fahrt. Übrigens wird es den jetzt auch noch als E-Citan geben, also als rein elektrische Variante. Die hat dann 285 Kilometer Reichweite, hat 120 PS und 245 Newtonmeter maximales Drehmoment und einen 44 Kilowattstunden fassenden Akku. An der Wallbox könnt ihr den in 4,5 Stunden vollladen an einer 11 kW Box beziehungsweise in 2 Stunden an einer 22 kW Wallbox. Was wir jetzt als nächstes machen, ist hier in den Innenraum gehen. Den schauen wir uns auch noch gemeinsam an und dann fahren wir noch eine kleine Runde und ich zaubere euch ein Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit dem Innenraum. Als allererstes fangen wir mal mit den Sitzen an. Und das sind jetzt sehr robuste Stoffsitze. In der Mitte ein helleres Grau, hier außen dann ein dunkles Grau. Relativ breite Seitenbacken, die geben sehr guten Seitenhalt, aber auch relativ breite Sitzfläche und Rückenfläche. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mein Papa hier auch drin sitzt. Der ist ja auch ein bisschen breiter und auch eine Kopfstütze, die ihr verstellen könnt. Übrigens, hier unten habt ihr eine Fußmatte, die ihr auch ganz einfach wieder sauber bekommt. Heißt,
falls mein Papa oder sonst wer da mit dreckigen Schuhen reinkommt, kann man die ganz einfach abspritzen, hier rausnehmen, dass es schon ziemlich praktisch ist. Übrigens sehr schöner Daimler-Stern hier vorne noch drauf. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam in die Tür und da haben wir relativ viel Hartplastik. Das ist aber okay, eigentlich ist es nur Hartplastik. Dieses Auto soll ja robust sein, auch der Türöffner ist jetzt in einem schwarzen Plastik, die Armauflage hat nochmal ein anderes Muster und unten habt ihr aber dafür sehr viel Platz, um Dinge zu verstauen, wie beispielsweise Flaschen oder auch euren Coffee to go. Hier oben auch noch ganz viel Platz für Notizblöcke bzw. ja, Klemmbretter und was man alles so dabei hat. Sehr heller Himmel, ist auch sehr freundlich hier vorne. Hier habt ihr dann übrigens auch so Leuchten, die ihr an- und ausmachen könnt, genauso wie auf der Rückbank. Könnt ihr hier an- und ausmachen. Und jetzt schauen wir uns hier mal das Cockpit an. Wir haben jetzt hier einerseits Lüftungsdüsen, die sehr schön integriert sind. In einem dunklen Ton, also eigentlich in Schwarz, kann man hier in die Richtung verstellen. Da vorne habt ihr auch einen, beziehungsweise hier. Habt hier dann auch noch ein Handschuhfach. Hier nochmal Platz für die Warnwesten und da unten auch nochmal ganz viel Platz. Und eine schwebende Mittelkonsole. Gangballhebel, 6-Gang-Handschaltung haben wir jetzt hier. Hier sehr viel Platz, Handbremse, 2 Cupholder und hier unten kann man dann das Handy ablegen. Das gibt auch noch optional eine induktive Ladefläche, die ist jetzt hier nicht drin. Und ihr könnt vor allem die Matte hier rausnehmen und sehr gut reinigen. Mir ist es nämlich mal in einem Caddy passiert, dass mir da ja ein Stück Schokolade geschmolzen ist und dann habe ich das fast nicht mehr sauber bekommen. Deswegen ist sowas sehr, sehr gut. 2 USB-C-Anschlüsse habt ihr hinten noch und eine 12-Volt-Steckdose. Hier dann auch noch ein bisschen Platz, um was zu verstauen. Ich mache es mal auf. Da könnt ihr beispielsweise eine Cola-Dose oder sowas mitnehmen. Und ganz vergessen habe ich euch jetzt zu sagen, was jetzt die Wettbewerber sind. Das ist beispielsweise ein Renault Kangoo. Das ist auf die gleiche Plattform, auf der ihr jetzt steht. Oder auch beispielsweise ein VW Caddy oder ein Citroën Berlingo. Was wir jetzt aber machen, ist, dass Jan mal reinkommt und ich zeige euch hier vorne noch das Lenkrad. Erstmal sehr schönes schwarzes Lenkrad in der Mitte, Daimler-Logo, Mercedes-Stern. Pralltopf ist relativ groß. Rechts können wir dann das Infotainment hier mit steuern. Links können wir dann das TFT damit steuern. Ich möchte euch noch kurz zeigen, hier habt ihr auch noch ein bisschen Ablagefläche, könnt ihr auch noch was verstauen. Was sehr praktisch ist, mein Papa hat meistens immer das ganze Auto komplett voll liegen. Und jetzt schauen wir mal, was wir im TFT alles einstellen können. Das geht jetzt hier über diesen Knopf und ihr könnt jetzt hier per so Swipe-Bewegungen euch verschiedene Dinge anzeigen lassen, wie beispielsweise die Navigation, kommt jetzt hier auch wieder zurück, alle Informationen zur Reise, habt hier dann auch noch die Assistenzsysteme und wenn ihr jetzt hier jeweils noch runter und hoch swipet, könnt ihr euch auch nochmal andere Sachen anzeigen lassen, hier jetzt bei der Reise beispielsweise, könnt ihr auch hoch und könnt euch beispielsweise auch ein Reset einstellen ab Start. Solche Dinge eben, den momentanen Verbrauch und so weiter und so fort. Also hier gibt es echt einiges zu entdecken. Hier ist der Limiter drin und der Tempomat. Und hier drüben habt ihr dann noch alles für die Sprachsteuerung und aber auch für die Telefonanrufe. Was ich gut finde, ist, dass ihr hier nochmal einen Drehregler habt für die Lautstärke. Genauso wie hier vorne auch. Hier ist auch einer, könnt ihr auch hier nochmal betätigen, beziehungsweise eben der Beifahrer. So, und jetzt sprechen wir da vorne über das MBUX. Erstmal wirkt das Display relativ klein, ist aber absolut ausreichend, wie ich finde. Ich habe euch schon gezeigt, ihr könnt es am Lenkrad steuern, könnt es aber auch per Touch steuern. Wenn ich hier oben drauf klicke, habt ihr beispielsweise Telefon, ihr könnt die Navigation hier einstellen, die ist auch relativ schnell. Ich zeige es euch mal. Geht recht schnell, auch wenn ich hier jetzt rauszoome, funktioniert also sehr gut. Radio könnt ihr einstellen, Medien, habt hier auch noch die Informationen zum Fahrzeug. Habt zum Motor dann noch Informationen, zum Verbrauch bzw. eben die Betriebsanleitung, falls ihr die braucht, habt ihr auch noch verschiedene Apps. Könnt euch beispielsweise auch hier auch das Live-Wetter anzeigen lassen. Und ihr habt jetzt hier auch noch Einstellungen zum Fahrzeug, zum Beispiel die Assistenzsysteme, Verkehrszeichenassistent habt ihr jetzt hier einen aktiven Bremsassistenten, Müdigkeitserkennung und auch einen Totwinkelassistent und habt hier noch die Einstellungen zum Fahrzeug. Falls ihr das nicht per Touch oder am Lenkrad bedienen möchtet, habt ihr hier auch noch Shortwire-Knöpfe, also Fahrzeug, Radio, Medien, Navi, Map oder dann auch direkt das Telefon. Sehr praktisch, man kann hier also auch telefonieren, während man unterwegs ist. Hier unten dann auch noch die Sitzheizung, hier habe ich sie angemacht, dann mache ich sie auch an, weil hier echt ganz schön kalt ist. Hier auch noch eine kleine Ablagefläche, die ich sehr gut finde. So viel jetzt zum Innenraum. Relativ robust, beziehungsweise sehr robust, aber trotzdem innovativ. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam losfahren und ja, schauen wir mal, was der so kann. Kommt mit!
Weiter geht's jetzt gleich mit der Fahrt. Erstmal möchte ich euch aber noch die Mercedes-Benz Me-App zeigen. Und es ist super interessant, denn ihr könnt jetzt hier euer Auto connecten, habt es jetzt hier nochmal im Überblick inklusive Konfiguration, habt hier dann noch die Informationen über die Over-the-Air-Updates, wann der nächste Service fertig ist, wie zum Beispiel der Reifendruck ist oder auch verschiedene Trip-Daten. Also es ist sehr, sehr interessant. Habt hier auch nochmal die Range, also 734 Kilometer kommen wir jetzt noch damit weit und das ist schon ziemlich cool. Habt ihr eben auch auf eurem Sofa euren Citan mit dabei. Und was wir jetzt machen, ist gemeinsam losfahren. Dazu zeige ich euch jetzt erstmal den Schlüssel. So sieht er aus. Ich hole ihn mal raus. Das ist er, relativ groß, passt auch gut in die Hand. Und jetzt starten wir ihn hier vorne, drehen hier jetzt einmal und fahren gemeinsam los, denn da hinten muss auch jemand jetzt weg bzw. durch, mitten in Hamburg hier jetzt mit dem Citan. Und was mir jetzt als allererstes aufgefallen ist, als wir jetzt hier losgefahren sind, wir haben jetzt hier 260 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der ist zackiger als beispielsweise der Benziner beim Anfahren jetzt. Zieht also sehr gut an und wir haben jetzt hier die 6-Gang-Handschaltung, die immer sehr gut ihren Gang findet bzw. die Gassen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie einen Gang reinprügeln muss. Und erstmal vielleicht, ich sitze sehr hoch, habe eine gute Rundumsicht. Das Einzige, was ich kritisieren muss, ist hinten die zweigeteilte Tür, denn da sehe ich nicht so gut raus. Da würde ich wahrscheinlich eher die Heckklappe nehmen, die halt eben einmal so nach hinten aufgeht. Und Lenkung ist ja nicht zu direkt, eher indirekt würde ich sie jetzt beschreiben. Gasannahme ist auch sehr gut. Wir haben jetzt hier keine Fahrmodi drin, heißt, es fährt sich immer gleich. Ihr habt jetzt keine Anpassung im Fahrwerk oder keine Anpassung in der Lenkung oder in der Gasannahme. Und was ich sehr gerne mag, ist auf jeden Fall, dass wir jetzt hier einen Diesel haben mit einem sehr guten Verbrauch. Angegeben ist er ja bei 5,2 Liter. Wir haben jetzt hier in unserem Verbrauchstest tatsächlich nur 5,5 Liter gebraucht durch Hamburg. Und das ist für mich ein Auto, zu dem der Diesel perfekt passt, weil es wird gewerblich genutzt, es ist vor allem für den Personenverkehr genutzt. Jetzt sollen wir mal kurz gucken, bis der Herr hier auch oben ist mit seinem Elektroroller. Und interessant ist jetzt auch, dass es den Citan auch noch als Elektrovariante geben wird, also als E-Citan. Da hat er dann 44 Kilowattstunden fassenden Akku, 285 Kilometer rein elektrische Reichweite. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, würdet ihr einen elektrischen Nutzi fahren oder doch lieber einen Verbrenner? Denn das hier ist jetzt das letzte Modell, was Mercedes-Benz als Verbrenner auf den Markt geben wird bzw. bringen wird. Danach gibt es eben nur noch Elektroautos. Das ganze Thema wird sich ja in Richtung Elektromobilität verändern. Und jetzt sprechen wir aber hier wieder weiter über das Fahren. Ich mag den Diesel sehr, sehr gern. Ich habe eine gute Reichweite, habt ihr auch gerade in der App gesehen, über 700 Kilometer. Habe hier einen sehr guten Verbrauch, habe hier ein gutes Ansprechverhalten. Ich mag generell sehr gerne mit dem Diesel zu fahren. Ich könnte aber auch noch wählen zwischen einem 102 PS starken Benziner oder auch 131 PS starken Benziner, den habe ich euch vorgestellt, und eben auch zwischen diesen beiden Ausstattungsvarianten, die ich euch gezeigt habe. Vielleicht noch kurz zum Limiter, den könnt ihr hier einstellen. Könnt hier dann eben den Tempomat einstellen bzw. dann eben den Limiter. Könnt dann sagen, ich will maximal 35 km/h fahren und ja, holt euch dann keinen Strafzettel oder sowas ab. Und was wir jetzt machen, ist noch schnell den Wendekreis checken. 11,75 Meter schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Heißt, ich schlage jetzt hier komplett ein und guck mal, ob ich hier an der Baustelle rumkomme. Und ja, klappt ganz gut. Jetzt fahren wir hier noch einen kleinen Hügel hoch und auch hier kommen wir sehr gut hoch. Kann auch entspannt schalten. Habe nicht das Gefühl, dass er mir jetzt hier absäuft. Wir haben jetzt zwar nur 95 PS, aber eben durch den Diesel geschuldet sehr viel Drehmoment. Jetzt zeige ich euch das nochmal ganz kurz hier mit dem Limiter, weil das ja gerade nicht so gut geklappt hat. Gehe jetzt hier nochmal runter, habe den Limiter und kann jetzt hier eben 30 km/h einstellen. Und dann fährt er eben nur noch vor Max 30 km/h. Habe hier auch noch einen Spurhalteassistent, den seht ihr jetzt hier drüben. Habe hier auch noch eine Müdigkeitserkennung, eine Verkehrszeichenerkennung. Heißt, ich werde auch gewarnt, wenn ich jetzt zu schnell fahre. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam zurückfahren und dann zaubere ich euch noch ein Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit. War ganz schön windig heute. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas lauter wurde, denn wir stehen jetzt hier einerseits an einer Baustelle. Das ist aktuell eine der größten Baustellen, die es in Deutschland gibt. Hallo Papa an dieser Stelle, die hättest du dir auf jeden Fall mit mir damals angeguckt. Mein Papa ist Bauarbeiter und ist genau solche Autos damals gefahren. Deswegen bin ich so ein bisschen damit aufgewachsen. Und fangen wir jetzt erstmal ja zu meiner Meinung zum Citan an. Und es ist ein praktischer Hochdachkombi, vor allem jetzt hier in der 95 PS Dieselvariante plus in der Base-Ausstattung. Bringt er echt alles mit, was mein Papa damals auch gebraucht hätte, denn er ist praktisch, er ist robust, er hat viel Platz im Innenraum und er hat aber auch alle Assistenzsysteme, die er so braucht, wenn er auch mal ein bisschen länger auf der Autobahn oder so unterwegs ist.
Auch der Innenraum gefällt mir sehr gut. Ich mag das MBUX. Es ist modern, gleichzeitig aber sehr robust. Und wenn wir jetzt über die verschiedenen Motorvarianten sprechen, ist es natürlich auch gut, denn ihr habt eine große Spreizung, bekommt einen Diesel, bekommt zwei Benziner und 2022 bekommt ihr dann auch noch eine Elektrovariante. Und falls euch 5 Sitze nicht genug sind, bekommt ihr auch noch eine 7-Sitzer-Variante mit dem langen Radstand. Dann auch ab 2022, beziehungsweise für die Familien wird dann die T-Klasse kommen, beziehungsweise dann eben auch noch der Mixtour, also ein Mix aus Tourer und Kastenwagen. Und wenn wir jetzt hier vorne stehen, geht es natürlich auch um den Preis. Und der Diesel beginnt jetzt bei 23.500 Euro. Und das ist ein sehr guter Preis, wie ich finde, für das, was ihr bekommt. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gern bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!